losgehen, oder? Ich warte noch auf die Mail von Six. Ich glaube, wir sind live, oder? Ich glaube, ja. Ja, wir sind live, sagt er gerade. Ja, Kitty, das habe ich auch gesagt. Sexy Link, also das Outfit ist top. Ja. Ja, nur die beste Qualität hier. Diese schöne Bauchfreunde. Mhm. Verlieben. Ja, so, genau, aber zum Run. Ich runne heute Trial of the Sword. No out of bounds, das heißt, so ziemlich glitchless. Das ist trotzdem ganz lustig. Ich meine, mit Out of Bounds könnte man halt direkt vom Anfang bis zum Ende laufen. Das ist so ein bisschen langweilig. Aber hey. Und das wird als Level gerunnt. Das heißt, man kann mit jeder möglichen Vorbereitung starten. Und das heißt, ich habe mich schon vorbereitet, habe hier meine Casual-Datei mit einem Schrein. Das heißt, ich habe maximale Ausdauer, maximale Herzen. Hab mir jetzt noch zwei temporäre Herzen, noch ein bisschen mehr Ausdauer und hier auch noch ein Kraftfutter. Das heißt, ich habe jetzt noch 30 Minuten meine Angriffskraft um 50% erhöht. Das ist ziemlich nice. Falls es irgendjemand nachkochen will, einfach 4 Bananen und ein Drachenhorn, dann geht das. 30 Minuten. Sonst, wenn das mit dem Sound soweit ganz okay ist. Ich glaube, Tiff ist gerade dran. Ja. Das kann ich noch drüber erzählen. Genau, also das ist halt Teil des ersten DLCs gewesen. Ist quasi so ein Prinzip wie die Drillhöhle aus Twilight Princess oder Savage Labyrinth in Wind Waker. Ist halt, man muss in jedem Raum alle Gegner killen. Ah, und dann kommt man weiter. Boah, schrieb gerade kein Deutsch, dann fehlen. Ja. Keine Ahnung, mein Typ. Ja, genau, es gibt 3 Trials insgesamt. Einmal einfach, mittel und dann schwer. Je nachdem, welcher Sprache. Das Spiel ist auf Französisch, das macht überhaupt keinen Unterschied von der Zeit her, weil es keine Textboxen gibt. Und wenn schon. Ja. Das ist auch meine Frage gewesen, ob die Sprache entscheidend ist, aber gut. Ja, nee, es spielt tatsächlich keine Rolle. Also, in Breath of the Wild ist es sowieso so, dass die Sprache von den Textboxen her keine Rolle spielt, sondern nur das Voice Acting tatsächlich entscheidend ist. Und da das nur in den ersten 5 Minuten des Spiels passiert, ja, kommt das hier nicht mehr zum Tragen. Fun Fact, Französisch ist jetzt tatsächlich schneller, weil man eine Cutscene am Anfang skippen kann. Okay. Das ist... Ich find's irgendwie witzig, wenn das... dass sich das so einfach geändert hat. Französisch auch mal Vorteile, ist auch mal schön. Ja. So, dann... würde ich sagen, fangen wir auch an, oder? Ja. Ja. So, Timing startet beim zweiten Fadeout. Ich weiß nicht, wer sich die Timing-Sachen ausgedacht hat, aber ist halt einfach so. So. Hola Bambu und hola Becky. Hallo. So, ich habe schon direkt die Bomben ausgerüstet. Die sind am Anfang ein sehr, sehr, sehr gutes Item. Ganz einfach, weil die roten Bokoblins one-shotten. Und ja, das hätte ich vielleicht auch noch erwähnen. Man startet mit 0 Items, das heißt, man hat am Anfang gar nichts. Ich habe jetzt auch nichts mehr zum Heilen und keine Ausrüstung mehr. Das heißt, wenn ich sterbe, dann ja, wäre das sehr, sehr schlecht. Weil dann müsste ich den ganzen Trial nochmal machen. Aber das ist das Gute, dass man halt direkt mit vollen Herzen starten kann.
Weil, ja. So wird es einem halt relativ schwer gemacht zu sterben. Ich hab's noch nicht kriegen. Und Becky wünscht dir viel Glück. Ah, danke fürs viel Glück. Ja. Hier sieht man auch schon, wie sehr die Bomben denen eigentlich zusetzen. Also, man kann die mit einem Schlag töten. Da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen hier, weil da ist einer mit einem Schild und der blockt die Bomben ab. Das heißt, den kann man nicht so einfach one-shotten wie die anderen, aber ja, es geht trotzdem, wenn man die richtig manipuliert. Okay. Also, man hat den Chu benutzt, um da oben zu kommen. Ah. Ja. Die Viecher sind ja auch alle ziemlich einfach. Man kann die mit einem einzigen Pfeil und einer Bombe töten. Wenn sie noch entflammt sind. Also muss ja einfach nur alle abschießen. Und dann war's das. Ja gut, man sollte auch treffen. Kann hilfreich sein, aber. Ja. Und Waffenmanagement ist natürlich hier das Entscheidende. Deswegen habe ich jetzt auch den Bogen abgerüstet, weil im nächsten Raum bekomme ich noch einen stärkeren Bogen. Und damit ich den direkt automatisch anziehe, packe ich hier einfach schon den Bogen weg, weil es ist immer schneller, das irgendwo zu machen, wo man gerade nichts zu tun hat. Weil Menuing, während man läuft, ist so ein bisschen ätzend teilweise. Wow, das war sehr gut. Das ist noch getroffen, ne? Ja, hier sind jetzt zwei Bokoblins, die sind extrem nervig. Das sind jetzt blaue Bokoblins, die sind halt eine Stufe stärker. Und da brauche ich schon zwei Headshots, um die zu killen. Auch wieder Spruch, dass man zwei Kopfschüsse braucht, um ihn zu töten. Also, die Logik. Ja. Das wäre so ein bisschen zu einfach. Ja gut, ich kann natürlich auch sagen. Naja, das sollte ich vielleicht auch erwähnen. Das ist Normal Mode, also es gibt einmal Normal Mode und Master Mode. Und Master Mode wäre dann, dass alle Gegner noch eine Stufe stärker sind. Das heißt, dann gäbe es gar keine blauen Bokoblins mehr, sondern das wären schwarze und die roten wären blaue. Und das wäre einiges schwerer, deswegen gar nicht das nicht, sondern mach lieber die leichte Version. Ach ja, und Pfeile sind ein bisschen overpowered. Sind nur ein bisschen. Ja, weil Headshots machen doppelten Schaden. Das fühlt sich interessant aus. Große, ja. Das ist einer von den Räumen, die ich am wenigsten mag. Gehe ich irgendwie nie so hin? Da hat man auch noch die Stasis-Rune gesehen. Mit der kann man die Gegner einfrieren, ja. Und das hier ist ein, so quasi der erste Gegner. Ein Ivarok. Oder Talos oder wie auch immer. Hier ist der Lichirok. Lichirok. Komischer Name. So. Habe ich jetzt meine Waffe auch kaputt gemacht, weil ich versuche, wenn, da war halt nur noch ein Hit drauf, das heißt, die ist komplett nutzlos. Und Menuing braucht halt auch seine Zeit, deswegen möchte ich eigentlich so wenig Waffen wie möglich haben. Okay. Warum nicht? Ja, hier nehme ich mal noch eine Backup-Waffe mit. In einem Raum kann man ein bisschen was schief laufen und dann ist es besser, da eine Backup-Waffe zu haben. Genau, und zwischen den Trials, also die Trials sind halt in Segmente aufgeteilt. Das war jetzt gerade so das Anfängersegment quasi. Also mit so ein paar Bokoblins, so ein paar normalen Moblins, so. Richtig basic halt. Und hier gibt's jetzt halt das eins der nervigsten Segmente, das sind halt die Desalfosse. Also quasi so der Fluss. Wenn man so will. Und ja, da kann man jetzt. Da kommen jetzt wieder noch ein paar Trials mit den Viechern. So. Und auch hier wieder nehme ich mir einen besseren Bogen mit. Damit ich den hier one-shotten kann. Wann ist die Kategorie schon? Hm? Wie lange die Kategorie jetzt schon war? Oh, das ist eine gute Frage. Also,
irgendwie so ein paar Monate. Aber jetzt auch nicht so immer komplett durchgegrindet, sondern ab und zu mal. Am Anfang des Jahres habe ich mal auf die Sub 40 gegrindet und auch geschafft. Von daher habe ich es jetzt eine Weile nicht gemacht. Aber es macht halt Spaß, das kann man gut zwischendurch machen. Vor allen Dingen, man hat auch wenig Downtime. Also man kann direkt anfangen und... ja. Ist halt nicht so schlimm, wenn irgendwas nicht klappt, dann kann man resetten. Ist nicht... dauert nicht so lange. Und das hier ist einer der nervigsten Räume. Den Typen am Anfang kann man noch mit Mashot killen, aber das hier sind schwarze Lisalfosse, das heißt... die haben ein bisschen mehr HP. Zum Glück gibt es eine Technik, die nennt sich Sneak Strike. Das heißt, ich kann die so von hinten attackieren. Und das Witzige ist, solange die in dieser Animation sind, wo die da so komisch rumrollen. Ach ja, genau, das ist der Grund, warum ich das nicht mitgenommen habe. Okay. Das Vieh ist jetzt an eine sehr ungünstige Stelle gerollt. Normalerweise versuche ich hinter den zu gehen, damit der nicht so weit runterrutscht, weil auf der Seite rutscht er immer runter. Und dann versuche ich den, das halt möglichst zu minimieren, dass er halt überhaupt nicht runterrutscht. Aber anscheinend ist er diesmal einfach nebenher gerutscht. Naja. Ist nicht so schlimm. So, das hier ist die schöne, entspannte Bootsfahrt. Mit dem Unterschied, dass wir das Boot einfach nicht mitnehmen, weil es langsam ist. Sondern es gibt ja zum Glück die Möglichkeit, dass man einfach überall auf Wasser diese Eissäulen errichten kann. Und ja, damit kann man sich auch sofort bewegen. War alles kein Problem. Kriegen wir noch den Boxwind loswerden? Ja, nur ein bisschen snipen. In dem Raum verliere ich eigentlich immer Zeit, weil ich jetzt nicht so gut im Ziel bin, aber ist okay. Ich bin gar nicht so einfach vor, da sollen zumindest nehmen wir noch die Bockwinds abzuschießen. Ja, das Witzige an den Bokoblins und den Moblins ist, die sterben, sobald die ins Wasser fallen. Die können alle nicht schwimmen. Das heißt, ich kann den hier einfach ins Wasser schubsen und dann ist er tot. War auch nicht nett. Und muss man gar nicht mit dem rumschlagen. So, und jetzt habe ich hier... werfe ich einfach meine Waffe weg, weil die hat ausgedient. Im nächsten Raum kriege ich eine bessere. Wie viele Räume sind denn insgesamt? Ich weiß es nicht, ich kenne die Zahl nicht auswendig. Also es sind immer so 5er-Packs, glaube ich. 45 so ungefähr. Ja, und das hier ist jetzt der Boss von den Beginner Trials. Der Hinox. Normalerweise hat man das Problem, dass man seine Beine nicht attackieren kann, weil da seine, weil da so Schoner sind. Ach. Ja. Und man kann ihn, wenn man aber nah an ihn rangeht, dann kann man ihn auch so abschießen. Und wenn man ein bisschen... Und er, diese Hinoxe sind immer ganz überrascht, wenn sie einen das erste Mal sehen. Das kann man ausnutzen, um ihn direkt wieder ins Auge zu schießen. Ja, toll. Das ist auch nicht freundlich. Überraschend schießt ins Auge, ja. Ja. Ja, ist halt immer so, wenn sie da spielen, ins Auge schießen und das war's. Ja, das waren die Beginner Trials. Oh. Ziff, hättest du mich fragen sollen, ich kann dir die gerade geben. Das Problem ist, dass Trial of the Sword halt so eine Seitenkategorie ist, die als IL gerannt wird, also als Individual Level. Deshalb ist sie auch als Individual Level gelistet. Weil man startet halt nicht vom File Select, also vom Anfang, sondern man startet halt schon mit einer kompletten Datei. Weil sonst müsste man sich halt erstmal den Weg zum Master Sword erarbeiten und das, ja, wäre halt so ein bisschen langweilig. Ja, dann können wir wieder mal eine schöne Outfit bestaunen. Das ist immer noch klasse. Link mit Bauch frei. Hübsch. Mhm.
So, genau, die Middle Trials fangen an mit den Updraft-Dingern. Da muss man aufpassen. Muss ich immer aufpassen, ja, am Anfang, dass ich mich selber in der Luft jage. Weil auch hier, ich starte wieder bei Null. Das heißt, ich muss mir alles wieder erarbeiten. Ernsthaft? Ist der Bogen dahin gefallen? Super. Ein G. Ja. In dem ersten Trial spielt RNG noch nicht so eine große Rolle. Da kann man nur am Anfang eventuell einen Drop skippen, wenn man Glück hat. Ich hatte tatsächlich Glück, bin aber safe gegangen, weil die Pfeile sind halt schon die wertvollste Ressource in Trial of the Sword. Also man kann halt mit denen die ganzen Gegner headshotten und was man da jetzt auch gesehen hat. Ach, hier gibt es einen ganz lustigen Trick. Und zwar, wenn diese Wiz Robes. Ernsthaft? Warum ist der jetzt runtergefallen? Die Viecher fallen gerne. Wenn die runterfallen in die Leere, dann sterben sie einfach. Das Problem ist aber, wenn sie offscreen sind, während sie auf den Boden prallen quasi, dann sterben sie nicht. Und ja, da habe ich mich gerade gewundert, warum der Typ beim ersten Mal nicht gestorben ist. Und dann hat der zweite Typ nicht gesehen und so ging alles schief. Aber egal. Ist nicht so schlimm. Voller Blockdown. Es geht wieder los mit Headshots und ja. Vieles von den Middle Trials sind wirklich einfach nur Headshots, wenn man hier so gut durch die Luft gleiten kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum die ganze Ausdauer so wichtig ist. Weil man hat nämlich, kann man nämlich länger in der Luft bleiben. Und alle abschießen. So, das ist jetzt einer der Räume, der entscheidet, wie gut der Rest des Trials wird. Weil hier gibt es nämlich Pfeile. Elementarpfeile, und die sind halt noch besser als die normalen Pfeile. Und die normalen Pfeile sind schon gut. Aber die Elementarpfeile sind natürlich noch besser. Hier gibt es jetzt Eispfeile. Ich kann entweder 2, 5 oder... Ne, 2, 6 oder 10 bekommen. Ich habe 2 bekommen. Das ist nicht so gut. Dafür habe ich 6 Bombenpfeile bekommen. Das ist schon besser. Aber ist trotzdem. Ah, gut. So. Und dann sind wir schon beim quasi ersten Zwischenboss. Okay. Das Gute ist, man kann diese Strahlen einfach reflektieren. Und wenn man danach, nach diesem Shield Reflect sich duckt, dann skippt man die kleine Animation. Ziemlich perfektioniert der Vorgang, ne? Also der One. Ja, der Run ist ziemlich optimiert, also wenn meine Zeit jetzt nicht so gut ist, aber insgesamt ist der Run schon sehr, sehr gut optimiert. Also gut, man kann bestimmt noch was rausholen, aber die Stretches sind schon sehr gut. Es ist halt wirklich hauptsächlich Movement und ja, so ein bisschen RNG, aber auch viel Gegnermanipulation und sowas. Ohne RNG wird ja auch langweilig. Ja, klar. So, und das hier sind jetzt die Dunkeltrials. Also, wenn ihr nichts seht, ist es nichts kaputt, sondern das ist halt einfach so. Wie sie sehen sie nichts. Und das ist ja, genau. Und hier gibt's jetzt zwei. Das sind jetzt zwei der Gründe, warum ich unbedingt Eispfeile haben wollte. Weil das sind nämlich zwei Feuerlaserfosse. Und in dem Spiel ist es halt so, dass. Halt so ein paar. Es gibt zum Beispiel Feuerlisalfosse oder Eislisalfosse. Und die sind gegen das jeweils andere Element sehr verwundbar. Und werden dadurch mit einem Schuss getötet. Das heißt, ich konnte mit meinen beiden Eispfeilen die beiden ausschalten. Sonst wären das ein bisschen nervigere Gegner. So. Hierfür
Die Viecher können gut die Bombenpfeile benutzen. Das ist ein kleines Monstercamp. Da war, glaube ich, auch ein Schwarzer dabei. Keine Ahnung. Hab ich so lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, es ist ein Schwarzer. So, und das hier ist jetzt ein Meteor of this Rope. Und das Problem ist, normalerweise könnte ich den mit einem Eispfeil killen. Aber da ich nur zwei bekommen habe, ja, kann ich das natürlich nicht machen. Ein bisschen schade ist aber, naja, man kann ihn auch so killen. Dauert dann einfach ein bisschen länger. So, auch hier wieder einer von den Guardians. Einfach, kann man einfach zurückschicken, den Strahl, und fertig ist es. Ja, so dunkel, macht einem richtig Angst. Aber ist gleich vorbei. Das war jetzt der vorletzte Raum. Jetzt kommen wir zum letzten Raum der Final Trials. Also das war jetzt tatsächlich noch nicht der Middle Boss. Das ist jetzt schwierig, es kommen immer so mehrere. Jetzt hier nochmal ein Hinox. Also einer, der auch schon im ersten Trial war. Da schießt sie am ersten Bombenpfeil, um hier die Beinschoner wegzubrennen. Dann kann ich einfach eine Wirbelattacke machen. Und dann ist das Viechgeschichte. Okay, einfach durch. Jo. Das waren auch schon die. War auch schon die zweite Hälfte. Jetzt kommt noch der letzte Part. Hier rush ich einfach durch, brauch nix. Wie das geht, ey. Das hier ist jetzt einfach der Kiddie-Pool. Da sind die ganzen kleinen Guardians drin. Aber ich kann jeden von denen mit einem Pfeil killen, von daher, ja. Ich mag den auch so Kiddie-Pool, muss ich ehrlich zugeben. Ja, der ist noch nicht von mir. Der Weltrekordhalter hat halt ganz viele Meme-Splits gehabt. Ja, von dir ist halt irgendwie Kiddie-Pool oder so. So, und meine Waffe werfe ich dem einfach gegen den Kopf, dann geht die kaputt. Mach noch ein bisschen extra Schaden. Waffe, die Waffe los. Genau, das ist auch noch ein Grund. Und die kann ich jeweils mit drei Schwerthieben besiegen. Und hier kommt, im nächsten Raum kommt wieder ein bisschen Gegnermanipulation. Die vier hier auf den Säulen, die kann ich einfach so abschießen. Aber der da hinten ist, den möchte ich gerne, dass der mir entgegenkommt. Und zwar hier, damit ich die beide auf einmal killen kann. Und nicht so weit laufen muss. Ist sehr nett von denen, dass sie mir entgegenkommen. Und nicht jung. Mhm. Jetzt kommst du zu den nervigen Teilen. Ja. Ich hätte eigentlich sogar Glück, weil die können tatsächlich auch mit einem Schuss starten, ist nämlich direkt anschießen. Was extrem nervig ist, weil man darauf nicht wirklich schlecht feuern, darauf schlecht kontern kann. Aber das war eigentlich ein ganz guter Fight. Also, ich habe halt auch einen Flurry Rush gemacht, das ist so eine. Wenn ich perfekt, das nennt sich, ich glaube Deutsch, glaube ich, perfektes Ausweichen. Das heißt, wenn ich im richtigen Moment einen Backflip mache oder einen Sidehop, dann kann ich mit meiner Waffe mehrmals angreifen. Und gerade gegen die Gegner ist das ziemlich effektiv. So, das ist jetzt der Boss der Middle Trials. Ich kann überhaupt entscheiden. Da ist eigentlich die Taktik, dass ich so viele Flurry Rush wie möglich haben möchte. Aber ich möchte sie nicht zu Ende führen. Das liegt daran, weil er dann, wenn ich die zu Ende führe, schneller in seine nächste Phase übergeht, die ich eigentlich ungern haben möchte. So, jetzt kann er in seine nächste Phase übergehen. Und ich kann hier meine Waffe kaputt machen. Ich mache da so eine nervige Attacke,
sich die ganze Zeit rumdreht. Aber wenn ich ihm genug Schaden mache, dann bricht er die ab. Okay, habe ich geschafft. Das ist gut. Das ist hier ein ziemlich guter Fall gerade. Auch versuche ich den jetzt möglichst nah an Ende zu befördern. Damit ich da direkt hinlaufen kann. Ja, gut aus, also. Ja, bin ich überrascht. Also, der Fight kann sehr schnell sehr schief gehen. Also, wenn man halt zu sich zum Beispiel einmal treffen lässt, wenn man das Timing versaut, dann kann der halt ja noch ein paar andere Attacken machen und dann im Raum auch noch rumkreiseln. Und das ist ein bisschen nervig. Klingt nach richtig viel Spaß, der Freund. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das waren die Mittelschweiz. Wieso habe ich hab kein einziges Herz verloren? Das ist ungewöhnlich. Normalerweise bombe ich mich schon im ersten Raum. Deswegen. Na gut, aber das war jetzt so, das war jetzt erstmal nur die Aufwärmübung, weil jetzt kommen nämlich nur die Final Trials. Ja. Jedes Mal kommt man wieder in diesen Raum mit dem, wo man das, die nächste Stufe des Masterschwerts erhält. Dann sind die Trials vorbei und dann kommt man wieder raus. Und ich kann mich den extremen Trial widmen. Klingt extrem. Ja. Ich weiß, doch, der Wort. So, wieder all meine mühsam gesammelten Sachen so weg. Diesmal ist es sogar am Gewittern, also auch noch schlechtes Wetter. Und die erste Phase ist. Sind die, keine Ahnung, diese Skelettmonster. Die sind ein bisschen nervig. Aber das Gute ist, sie sterben alle mit einem Hit, also wenn man den Kopf trifft, dann sind sie direkt tot. Was den Anfang der Final Trials eigentlich auch ziemlich einfach macht. Also so getroffen werden ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Nein, das wollte ich nicht. So, und da habe ich jetzt einmal kurz gepfiffen, damit mich die Fledermäuse hören und auf mich zukommen. Weil das Problem ist, wenn die einen nicht entdecken, dann fliegen wir in einer ziemlich unkontrollierten Bahn rum. Und das möchte ich eigentlich ungern haben. Und deswegen mache ich es mir einfach. Okay, das war dann komisch. Egal. Deswegen mache ich es mir einfach und pfeife, dann kommen die nämlich in einer direkten Linie auf mich zu. Und dann kann ich sie einfach abschießen. Ohne Probleme. Zweite Gegner, die finde ich toll. Ja, also die Strategien in Trials and Swords sind ziemlich kreativ, teilweise. Also gut, meistens ist es auch einfach nur Spin to win oder Headshot to win. Aber es sind auch ein paar Sachen dabei, die sind ganz interessant. Also hier zum Beispiel, der Raum ist jetzt eher ein langweiliges Beispiel. Man kann alle die beiden Kreaturen, beiden Schock-Slimes oder wie auch immer, die kann man auch einfach mit einem, indem man die mit einem Pfeil trifft, explodieren die direkt. Und auch hier die Moblins kann man mit einem einzigen Headshot killen. Und man nimmt sich hier noch einen stärkeren Bogen mit. Ganz einfach, why not? So, und der nächste Raum ist sehr nervig, weil da gibt's Pferde. Das sind diese Knochenpferde und deren Reiter. Und das ist so ein bisschen arg nervig, weil deren Pattern ist halt zufällig, wie sie jetzt ankommen. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist der Effekt von den Blitzen. Oder der hinten jetzt ernsthaft vom Blitz getroffen? Keine Frage, ob die ihn auch vom Blitz getroffen werden können, der demonstriert der Gegner, das ist nie wieder höflich. Ja, können alle vom Blitz getroffen werden. Aber das macht sich unbedingt besser. So, auch hier. Auch wieder, dass die Gegner auf mich zukommen. Nah. Okay. Gut.
Solange fast alle auf mich zukommen, ist das okay. Also Letzter hat irgendwie keinen Bock gehabt. Aber das Gute ist, ich kann den einfach mit Stasis Plus einfrieren. Dann fällt er auch vom Pferd runter. Weil er einfach in der Luft stehen bleibt. Voller Ramon und Jan. Na gut. Haben wir jetzt eigentlich die Waffe mitgenommen? Okay. Muss halt ziemlich aufpassen, dass man keine Waffen vergisst, weil manchmal gibt es halt so dann eine Waffe, die, nur irgendwie eine Waffe, die man mitnehmen muss. Wenn man die aber vergisst, dann kann man den nächsten Raum direkt nicht machen. Das ist jetzt ein Starnox. Das ist quasi die tote Variante des Hinox. Und auch hier kann man einfach Spin to Win machen, um ihm genug Leben abzuziehen. Dann bricht er in sich zusammen und man kann sein Auge attackieren und unsere Geschichte. Und auch hier ganz wichtig ist es, diese Elementarwaffen aufzunehmen, weil die werden noch sehr wichtig. So. Ich habe übrigens so ein bisschen gelogen, als ich gesagt habe, wir müssen das ganz nackt machen. Wir kriegen eine Hose hier. Yay. Ja. Und ein paar antike Pfeile, die ein bisschen overpowered sind, weil sie jeden Gegner one-shotten. Okay, gut. Ja. Das ist ganz nett. Aber ja, die Hose brauchen wir, weil sonst würden wir hier konstant Schaden nehmen und sterben am Ende. Weil das sind hier jetzt nämlich die Vulkangebiete. Also merkt euch, wenn ihr meine Vulkangebiete geht, nehmt die passende Hose mit. Genau. So ist das. Vulkanstiefel, da kann man dann in Lava laufen. Ja, so, dann. Wenn man nur die Stiefel und die Hose braucht, ist toll. Ja. So, und hier kommt auch wieder zum Tragen, was ich gesagt habe, weil die Schwächen von den Gegnern. Das sind jetzt Feuer-Lizalfosse und das heißt, ich kann die mit meinem Eisschwert mit einem Hit killen. Sonst sind das extrem nervige Gegner. Ich habe die Casual mit normalen Pfeilen besiegt und dann fallen die in die Lava und es ist einfach nur nervig. Ja, und ich habe meinen Bogen absichtlich verbrannt, damit ich den nicht abrüsten muss. So spare ich mir einfach Menuing-Zeit, weil hier kriege ich wieder einen stärkeren Bogen von den Gegnern. Das ist quasi eine. Das ist quasi der Standard. Hier, dass man den Gegner halt die Waffen abnimmt und ihm gegen die benutzt. So, das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Das ist quasi der Kern von Breath of the Wild. Deswegen ist das hier auch in den Trials so verbreitet. Und da war es auch wieder Feuergegner gegen Eiswaffe, hat keine Chance. Und auch hier wieder Headshots gegen irgendwelche Gegner. Das ist ziemlich effektiv. Ja, komm, hier. Oh. Ich nehme auch den Eisenhammer mit. Obwohl der eigentlich gar nicht so eine gute Waffe ist tatsächlich, ist er sehr effektiv gegen eine bestimmte gegen bestimmte Gegner, die noch später kommen. Sag ich dir noch was zu? Das hier ist jetzt sehr nervig. Das Problem mit den Lizalfossen ist auch, dass sie in einem unregelmäßigen Intervall schießen. Das heißt, manchmal laufe ich da ein bisschen komisch drum rum, weil ich denke mal, komm, schieß an mir vorbei, weil eventuell, wenn ich direkt auf die zugehe, dann treffen die mich direkt. Noch ein paar antike Pfeile, weil, warum nicht? So, und das Lustige ist, hier gibt es so eine Kiste. Und da kann man so ein bisschen Rambock spielen. Und man kann, wenn man damit die... Komm schon, triff mal. Damit die Moblins trifft, kann man die auch mit einem... Kann man die auch ziemlich schnell besiegen. Kiste an Kopf, alles klar. Ja. Ja, Pfeil an Kopf, Kiste an Kopf, also. Hauptsache Kopf wird getroffen. Ja. Ich glaube gar nicht, dass der Kopf so wichtig ist. Ich glaube, man muss es einfach nur mit Schwung machen. Wie groß die Kiste ist?
Ja. Eigentlich noch eine Waffe gerade. Wollte ich eigentlich haben. So als Backup, aber daneben nicht. Wäre ein bisschen risky. Kann auch einen kleinen Shield-Jump machen, um abzukürzen. Hat mir aber nichts gebracht, weil ich dann direkt wieder über das Warpad drüber gesprungen bin. Okay, so. Hier kommt jetzt der Grund, warum ich den Hammer aufgenommen habe. Und zwar hat der Hammer einen vierfachen Damage-Multiplier gegen diese... gegen die Sivaroks. Und das ist jetzt ein Magmarok. Ich kann den mit meiner Waffe erstmal einfrieren. Aber er wacht trotzdem wieder auf. Ich kann aber trotzdem drauf, oben drauf stehen bleiben und weiter, nicht weiter drehen, nehme halt aber Schaden. Aber ist nicht so schlimm. So ein paar Herzen Schaden kann man einstecken. Ja, das war's dann auch schon mit den, mit dem Teil hier. Mit dem heißen Teil. Kaum aufgewacht, schon totgeschlagen. Ja, es ist gemein. Das ist ein, ah, das war die falsche Truhe. Ups. Ja, so, hier gibt es noch einen Felsspalter. Den möchte ich auch haben. Und ich möchte die Feen haben, einfach nur, um sicher zu gehen. Ich möchte die haben, weil die sind sehr, sehr gut. Der Felsspalter hat eine ziemlich hohe Angriffskraft. Was nicht verkehrt ist, wenn die Gegner ja auch mal stärker werden. So, und waren wir eben noch in dem heißen Gebiet, sind wir jetzt im kalten Gebiet. In der Schneelandschaft. Ja. War schön aufgehört. Ja, aber die Strategien haben sich nicht großartig verändert. Mit Bomben und Pfeilen kommt man den Gegnern bei. Und dann geht man noch auf den Hügel, um wieder in diese Bullet Time zu kommen, also in diese Slow-Mo Animation. Damit man die Gegner besser treffen kann. Wie viele Feuerpfeile habe ich? Ja, 6. Ja, das war mal. So, und auch hier mit den... mit der Meteorstab, den ich eben aufgenommen habe. Kann ich die ganzen Gegner, die hier im Eisgebiet angesiedelt sind, one-shotten. Was ziemlich nice ist, weil der immer 3 Kugeln aussendet und die auch noch hin und her bouncen. Das heißt, da habe ich immer noch eine größere Chance, dass die irgendwas treffen. Hatte ich dein Schild als Schild benutzt? Ja. Das ist doch deine... Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Ich nehme mal ein paar Schilder mit. So, komm. So, Moblin dort. Das war jetzt so eine Demonstration, wie gut die antiken Pfeile sind. Normalerweise ist das ein sehr, sehr schwerer Gegner. Mit viel HP und so. Aber mit dem antiken Pfeil kann ich den einfach mit einem einzigen Pfeil ausschalten. Aber ich habe halt nur 9 davon, das heißt, muss ich halt genau überlegen, wo setzt man die ein. Und da gibt es halt später noch einmal den Grund, die einzusetzen. Komm schon. Schild bringt ja wenig, wenn ich einen Schockpfeil habe. Das Gute ist, dann lassen die auch ihre Waffen fallen. Das heißt, ich kann das benutzen, um ihn quasi kampfunfähig zu machen. Und dann mit meinem Stone Snatcher einfach killen kann. So. Ich nehme auch noch hier den Eisstab mit. Wenn wir den im letzten Raum brauchen, da ist er ganz nützlich. Ach ja, und übrigens hier nimmt man auch Schaden, wenn man keine... wenn man nichts hat gegen die Kälte, aber so wenig, dass es sich nicht lohnt, das immer anzuhaben. In dem Feuerraum nimmt man tatsächlich so viel Schaden, dass man nicht darum rumkommt, die Rüstung anzulegen. So, hier wartet man, bis der aufgestanden ist. Dann kann man sehen, wie sehr dieser Felsspalter den einfach zerstört. Ja, ein bisschen OP. Ja, auf jeden Fall. So, und der nächste Raum ist der schwierigste Raum im ganzen Spiel. Also mal gucken, ob ich das schaffe.
Weil da gibt's nämlich einen Gegner, den wahrscheinlich jeder Casual auch gehasst hat, den Leune. Der ist sehr schwer. Oh, warte, ein antiker Fallen, der ist tot. Ja. Okay, durfst du nicht mal was machen. Ja, nee, lieber nicht, weil wenn man keinen antiken Pfeil hat, dann ist der tatsächlich sehr schwer. Und dann hätte ich keinen Bock, gegen den zu kämpfen. Ich glaube, hier mit dem Lima. So, jetzt... So, das war's. Der nächste Raum ist tatsächlich schwer. Also, jetzt... Ohne Witz, sondern das ist... Ja, der Raum, wo ich... ganz viele von diesen kleinen Guardians killen muss. Mit Parries, und mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe mir extra viele Feen mitgenommen, also müsste es eigentlich reichen. Ich kill auch den hier einfach mal ohne. Man versucht hier das auch so zu manipulieren, dass die in einem bestimmten Pattern schießen, also die brauchen eine bestimmte Zeit, nachdem die einen anvisiert haben, bis sie dann auch tatsächlich schießen. Und die Zeit kann ich halt nutzen, um mich anders zu positionieren. Also zum Beispiel jetzt, jetzt wurde ich getroffen. Verdammt. Egal. Ja, ist der Grund, warum ich den habe. Okay. Das hat jetzt nicht so gut geklappt, aber hey. Ganz so kompliziert aus. Wie lange hast du gebraucht, um die Pattern rauszukriegen oder drin zu haben, richtig? Also es geht eigentlich, man kann halt auch mit ein bisschen einfacheren Stats anfangen. Also zum Beispiel, hier in dem Raum habe ich auch öfter mal einfach resetten müssen, weil ich die ganzen Pavis nicht hingekriegt habe, aber ich habe mir halt auch mehrere Backup-Schilde mitgenommen, von daher ist das okay. Also, ja, ist halt Übungssache. Es hat, glaube ich, gar nicht so lange gedauert, aber ist halt auch viel, viel Movement-Optimierung. Also, man muss halt immer gucken, dass man, dass so kleine Fehler, die verlieren halt immer ein paar Sekunden. Und natürlich, je optimierter die Kategorie wird, desto mehr fangen die Sekunden an, sich aufzuaddieren. Und dann sind das halt auch die Sekunden, die wichtig sind. Komplett. Ja. Er hat die falsche Pfeile ausgerüstet. Aber es hat nur noch geklappt. Das ist der Grund, warum man sich die antiken Pfeile aufspart, wenn man die ganzen Wächterkreaturen mit nur einem von denen besiegen kann. Also ich könnte jetzt echt gar nicht sagen, wie lange ich gebraucht habe, um das wirklich so drauf zu haben. Aber ich habe halt auch nur mit Zeiten über einer Stunde angefangen und dann irgendwann mal unter einer Stunde, unter 50 Minuten, 45 Minuten. Also na, langsam, aber sicher. Zeit immer verbessern. Immer so typisch Speedrun, sieht mir alles so einfach aus und probiert man halt auch und klappt gar nicht. Und dann, oh. Ja, und aber es ist halt auch so. Die Leute gebraucht, um das so hinzukriegen, ja. Du machst es dann einmal, dann klappt's nicht, dann probierst du es nochmal, dann klappt es vielleicht schon ein bisschen. Und es wird immer besser. Ne, also. Man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und auch wenn es nicht auf Anhieb klappt. Was machst du denn da jetzt eigentlich? Warum war der so langsam? Also manchmal verstehe ich die ganze KI von den Viechern nicht. Das ist ein bisschen schwerhaft. Und da jetzt stehen geblieben ist. So, und hier kann ich diese... das Meteor-Dings benutzen, um so einen, ja, kleinen Aufwind zu erzeugen. Dann komme ich besser an die Gegner ran. Weil sonst ist es gar nicht so einfach, den zu snipen. Das hatte ich schon. So, okay, jetzt. Jetzt geht's in den finalen Raum. Wie gesagt, dafür ist das. Ist der Eisstab da. So, da ist auch nochmal ein Leune, aber gut, da jetzt ja jeder weiß, dass das jetzt nicht so die harten Gegner sind, da ich nochmal den Witz. Und dann kill den einfach mit dem antiken Pfeil.
Sondern das Gute ist, ich kann die mit dem Eisstab, der nämlich eigentlich 10 Damage macht. Aber ich habe ja noch 50% Angriffsbuff, das heißt, die haben nur 15 HP, das heißt, ich kann die One-Shotten. Ist der Stab so OP, Ronas, aber gut. Ja, er ist eigentlich nicht OP, aber... In dem Kontext. Ach komm. Ah. Blätters fährt eben am Leben. Lauf, Pferd, lauf! Nein, Pferd stirbt. So. Ja gut, und jetzt... Das hier ist jetzt noch quasi die Victory Lab. Also wenn man es bis hierhin geschafft hat und ist im Minus, dann kann man sich eigentlich schon sicher sein, dass es eine PB wird. Okay. Weil hier muss man jetzt einfach nur noch bis zum Masterschwert laufen und sobald man das berührt, ist time. So, kann ich auch noch meine ganze Stamina aufbrauchen. Ach ja, übrigens, hier gibt es noch diesen Wizard Sprint. Ja, ja. Ach, das habe ich auch schon fertig gebracht. Keine Sorge. Ich wollte gerade fragen, wie oft bist du da runtergefallen? Ich weiß es nicht, aber sicher ein, zweimal. Man kann theoretisch an den Seiten noch abkürzen. Also kann man so kleine Trickjumps machen. Ja. Ja, dann mal GG. User joined your channel. GG! Yay. Das war ein schöner Run. Ja, definitiv. Ja, ich bin auch zufrieden, wie da gelaufen ist. Ich habe das Essen wird extra ein bisschen höher angesetzt, weil das Problem ist, wenn man in einem von den Trials stirbt, muss man halt den von Anfang an nochmal machen. Und das wäre halt nicht so gut. Nee. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, das passt schon so. Ein Shoutout für dich, Feucht-Deep-Lock, der nicht nur Breath of the Wild war in den verschiedensten Kategorien, sondern auch ein bisschen Skyward Sword, Upreset, Innipresent, wie ich jetzt gerade auf speedrun.com gucke. Und Bingo, vergiss nicht Bingo, das ist das Wichtigste. Bingo ist das Allerwichtigste. Natürlich. Genau. Bingo, wir könnten nur so blöd sein. In dem Sinne, einen herzlichen Dank, Deep-Lock. Ja, und ich würde sagen, wir wechseln damit in die, Pause über. Dann nochmal danke und ja, für euch die Block. Bis dann. Ja. Tschüss.